Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Ich hätte viel dafür gegeben, nicht immer die Erste und Einzige sein zu müssen. Ein Zitat von Elisabeth Kopp, der ersten Bundesrätin der Schweiz, die letzte Woche verstorben ist. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo Regula Stempfli. Hallo Isabel Rohner und vielen Dank für dieses Zitat, das sehr angebracht ist angesichts der ersten Bundesrätin in der Schweiz. Ja, schon spannend. Mich hat ihr Tod auch wirklich, wirklich traurig gemacht und sehr betroffen gemacht. Also sie hat ein stolzes Alter erreicht, das ist es nicht. Aber ich hatte im Rahmen meines Buches 50 Jahre Frauenstimmrecht, was ich mit Irene Chappy rausgegeben habe, ja die Möglichkeit, sie kennenzulernen und zu interviewen und einen Nachmittag mit und bei ihr zu verbringen. Und das war ein Zusammentreffen, was mich sehr berührt hat und auch sehr geprägt hat. Also ich habe sie erlebt als sehr klugen, sehr reflektierten, sehr warmherzigen, humorvollen Menschen. Und das ist eine Begegnung, die ich weitertragen werde. Und das, Vielleicht für unsere deutsche Hörer und Hörerinnen, Elisabeth Kopp war im Amt von 1984 bis 1989. Sie musste zurücktreten aufgrund eines Skandals. Und sie war eben die erste Bundesrätin der Schweiz, weil die Schweiz ja erst 1971 auf eidgenössischer Ebene das Frauenstimm- und Wahlrecht eingeführt hat. Also eben die erste ihrer Art. Und ich finde es sehr spannend, da Isabel Rohner und Regula Stempfli sich hier unterscheiden, weil ich habe natürlich 1984 die Wahl von Elisabeth Kopp mitverfolgt, werde dazu auch einen längeren Essay verfassen, um nachdenken, was eigentlich da passiert ist. Ja. Und Isabel Rohner, du hast sie eigentlich in ihrer Blüte, also in ihrer späten Altersblüte erlebt, weil sie hat sich nach dem erzwungenen Rücktritt wirklich radikal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, bis sie 2007 mit einem sehr schönen Film von Andres Brütsch die Winterreise wieder in die Öffentlichkeit geriet. Und seitdem, seit 2007, würde ich mal sagen, bis 2023 auch quasi ein zweites Leben als Person der Öffentlichkeit, als Feministin, als kluge, spannende FDP-liberale Frau leben durfte. Und das finde ich sehr schön. Das ist also quasi ein Happy End einer sehr üblen Geschichte eigentlich. Ja, das ist richtig. Bei mir kommt durchaus dazu, ich bin, ich muss jetzt meinen Jahrgang nicht sagen, aber ich war ein Kind, als sie gewählt wurde, ein kleines Kind noch relativ, aber das waren diese 5 Jahre, in denen sie Bundesrätin war, in denen ich schon auch Fernsehen geguckt habe. Das heißt, sie hat mich schon auch mitgeprägt, als dass ich mitbekommen habe, Frauen können in der Regierung sein. Aber sie war eben alleine in der Regierung, ne? Und was sie mir damals erzählt hat, als ich sie getroffen habe, wie das war, ne? Sie wurde gewählt und ihr war klar, wenn ich scheitere, scheitere ich nicht als Elisabeth Kopp, sondern dann heißt es, Frauen können das nicht. Und sie hat mir viel erzählt über den Druck, den sie sich gemacht hat und auch darüber, wie die Bundesräte, ne, also die Bundesrat ist die Schweizer Regierung, ne, 7 Stück sind es immer, zusammengesetzt aus allen Parteien, also anders als in Deutschland oder auch in Österreich. Sie hat mir erzählt, dass die Bundesräte, ihre männlichen Kollegen am Anfang in den Pausen nicht der Sitzung nicht mit ihr gesprochen haben. Und das ist wahnsinnig krass. Und sie hat dann sie hätte sich natürlich niemals die Blöße gegeben, das zu thematisieren. Das ist ihre Interpretation. Also ich glaube, wir würden heute anders damit umgehen. Wir würden das ansprechen. Sie ist in den Pausen in ihr Arbeitszimmer gegangen, um zu arbeiten. Was natürlich wiederum das Bild von ihren Kollegen, von ihr bestärkt hat, da, das ist ja so eine übereifrige, ne? Und also ganz, ganz, ganz spannende Geschichte und Leben. Ich denke, die Einsamkeit von Frauen in hohen politischen Positionen, die bleibt. Ich habe dies gedacht, das ist ein Thema, das ich ganz kurz ansprechen möchte, angesichts von Annalena Baerbock,
wie der Spiegel und die Welt im Moment so im Reality-TV-Modus sind. In der Politik, sie spielen Scholz und Baerbock gegeneinander aus, als handle es sich in der Außenpolitik und der globalen Handels- und Wirtschaftspolitik um ein eigentliches Dschungelcamp. Und das finde ich Medien, das finde ich eine Missachtung aller ethischen, informativen und grundlegenden Regeln des Journalismus in Demokratien. Und das geht so nicht weiter. Kannst du ein Beispiel bringen? Ja, also jetzt, ich hab den Artikel jetzt nicht vor mir. Ich hatte den gestern ausgedruckt und einfach realisiert. Es ist ja ein Thema bei Annalena Baerbock in der Die Welt, dass sie sehr viel Geld ausgibt für Mode und die Visagistin. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Also quasi die Äußerlichkeiten. Und der Spiegel macht es natürlich nicht so plump wie Die Welt, eben also quasi die eitle Frau und irgendwie so ein linken Bashing, oder? Also wir müssen alle sparen, aber sie sucht sich einen teuren Lippenstift. Der Spiegel macht es viel fieser, indem er quasi titelt, also irgendwie der Zurückhaltende und die Polternde. Also und immer wieder quasi Scholz als den vernünftigen, zurückhaltenden, nicht empathischen, nicht emotionalen, aber deshalb umso wichtigeren Politiker darstellt, währenddem Annalena Baerbock, die Außenministerin, so als quasi eben zu enthusiastisch, zu gefühlsbetont, zu direkt dargestellt wird und quasi als die Undiplomatische. Es leben das die war Schubladen, die ne? Also Schubladen als dramaturgisches Element der Berichterstattung. Das genau, ist aber das ist ein Riesenproblem für unsere Demokratie. Ich bespreche das ja im Rahmen der Hannah Arendt Lectures an der HSG. Und ich habe realisiert, als ich die Geschichte wieder recherchiert habe, wie sind wir eigentlich in diese Misere gelangt, dass wir über wenig wirklich kluge Informationen verfügen in den öffentlich-rechtlichen Medien, quasi im Sinne von Relevanz, oder? Also dass wir als Bürger und Bürgerinnen relevante Informationen kriegen, die uns zu Wahlen, Abstimmungen und politische Partizipation befähigen und ermöglichen. Nein, im Gegenteil, wer auf Twitter ist, wird sehr politikverdrossen und also ich merke es an mir selber, ich entwickle mich in 20 Minuten zur Kampfhenne, die dann in diesem Reality-TV-Modus operiert. Und das ist mir eben aufgefallen. Und jetzt sehe ich alle Artikel, schaut mal selber auch wieder hin, achtet darauf, es ist tatsächlich so geworden, dass die Politik wie ein Dschungelcamp inszeniert wird, also in der politischen Medienberichterstattung. Und das ist das, was ich im Trumpism schon angedacht habe und auch wirklich klug ausformuliere. Das ist aber das, was noch viel krasser wirkt in den Algorithmen von Twitter, die genau so kodiert sind, dass wir eben auf Gut und Böse, auf Personalities, auf Skandale, auf Unterhaltung zielen. Und das fällt mir unendlich auf im Moment in einer Situation der internationalen Politik gegenüber China, wo es für unser Überleben entscheidend ist, dass wir hier demokratische Informationen genügend zur Verfügung kriegen, dass wir wissen, wie wir politisch agieren sollen als Bürger und Bürgerinnen. Also was müssen wir tun, um von China, der Volksrepublik China, unabhängig zu werden, dass wir einen ganz klaren Standpunkt zur Verteidigung der einzig wirklichen Demokratie in Taiwan stärken können. Also wenn ich das, und nur ganz kurz das Klammer, dann bin ich fertig mit diesem Einschub. Aber wie gesagt, ich habe ein wirklich gutes Gespräch mit Kai Strittmatter auf dem anderen Podcast, meinem Future-Podcast für die Akademie der Geisteswissenschaften geführt, wo er ganz klar davon warnt, der hat das Buch geschrieben, die Neuerfindung der Diktatur und wie sich der Westen quasi zum Deppen macht gegenüber der Volksrepublik China, wie er ganz klar davor warnt, dass Taiwan einfach so zu opfern,
weil, also quasi mourir pour Taipei, oder sterben für Taipei, wie es im 20. Jahrhundert die Franzosen immer gesagt haben, mourir pour Danzig, also die wollten sich ja auch nicht wehren gegen die Eroberung Europas durch faschistische Diktaturen. Und wie wir das jetzt gesehen haben bei Emmanuel Macron in dem Besuch bei China mit von der Leyen, der sich wirklich nicht nur einen Fauxpas, sondern unglaubliche Antidemokratie und antieuropäische Politik erlaubt, um quasi seine eigene Reality-TV-Formate in Frankreich zu behalten. Also ihr seht, ich komme von der Medienberichterstattung von Die Welt und der Spiegel zu Scholz und Baerbock, komme ich dann darauf, was das eigentlich bedeutet, also dieser Sexismus, der eben nicht nur Sexismus ist, sondern auch antidemokratisch wirkt, weil die falschen Themen thematisiert werden, wie sich das auf unsere Demokratie und die Themen an sich sind einfach sehr, sehr, sehr komplex. Also ich wünsche mir tatsächlich auch mehr Berichterstattung über die Abhängigkeit zu China, die auf ganz vielen Ebenen passiert und beispielsweise auch die Klimawende betrifft. Ja. Also ohne China keine Klimawende, weil alle Solarpaneele in China produziert werden. Mhm. Und ich finde, diese Komplexität wird momentan ausgeklammert zugunsten einer vereinfachten, aber ihr Lippenstift hat bestimmt 25 Euro, ich polemisiere jetzt, gekostet. Und also meine kostet 36 Euro, möchte ich hier nur betonen. Du kaufst den auch in der Schweiz, oder? Wahrscheinlich. Ja, also, aber du hast absolut recht. Also, das ist, oder, also, wir machen ja den feministischen Podcast. Und der Feminismus bedeutet, es ist ein Podcast für die Stärkung der demokratischen Partizipation und das Durchleuchten von internationalen und nationalen Zusammenhängen, in denen der Sexismus so eine große Rolle spielt, dass eben diese Struktur uns von den Möglichkeiten der Freiheit, die Demokratien mitzugestalten, behindert. Das war mir mal wichtig zu sagen. Also quasi von Frauenthemen auszugehen, also eben dieser Lippenstift, um dann ein größeres globales Problem der Medienberichterstattung als Reality-TV-Berichterstattung und algorithmengetriebene Banal- und Dumpf-Berichterstattung darzustellen. Ja, ich sage immer, wenn ich gefragt werde, was bedeutet es, die Welt feministisch anzugucken, dann sage ich immer, mit beiden Augen zu gucken. Wir werden, uns wird beigebracht, dass die Welt nur mit einem Auge, nämlich mit dem männlichen, anzusehen und sehr androzentrisch, männerzentriert das auch zu akzeptieren und zu hinterfragen. Und dieses, ich gucke alle Themen mit beiden Augen und frage mich immer, was bedeutet ein Thema für Frauen, wie wird mit Frauen umgegangen, wie werden Frauen dargestellt. Das macht eben einen ganzheitlichen Blick aus. Und ich finde es reizvoll, bei uns und unseren Gesprächen, dass wir so unterschiedliche Ebenen damit auch in den Blick nehmen. Also du hast jetzt die globale Politik, Wirtschaftspolitik angesprochen. Ich würde direkt ein Gegenbeispiel noch machen oder ein ergänzendes Beispiel, was auf einer ganz anderen Ebene ist, nämlich Alltagsfeminismus. Mhm. Und ich bin auf dieses Thema per Zufall gestoßen. Also ja, du sagst, nach 20 Minuten bist du aggressiv auf Twitter. Ja. Ich gucke eigentlich auch, dass ich nicht so häufig, also ich bin jeden Tag auf Twitter, aber dann doch eher kurz. Und dann ist es manchmal auch Zufall, worauf ich stoße und worauf nicht. Also, eine Twitter-Userin, der ich folge, die mir folgt, die macht ganz oft Tweets zu Geburtstagen. Also wer hat an einem bestimmten Tag Geburtstag? Und dann veröffentlicht sie kleine Listen. Jetzt, ne? Ich habe diese seltsame nerdy Angewohnheit, ich mag gerne Zitate, ich mag gerne Jubiläen, ich mag gerne nerdy Historienwissen. Von daher war das wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ihr vor einiger Zeit mal gefolgt bin. Mir ist aber aufgefallen, dass sie fast immer Listen mit fast rein Männeraufzählungen postet.
Und nur ich schreibe ihr dann dazu natürlich, natürlich auch. Und so war es eben auch letzte Woche. Also sie hat eine Liste veröffentlicht, wer am 10. April alles Geburtstag hat. 100% Männerquote. Und da waren dann so Highlights drunter wie Heiner Lauterbach, Steven Siegel und Omar Sharif. Ne? Und ich habe ihr dann geschrieben und mit schönen Grüßen auf das großartige, tolle Projekt von Luise F. Pusch verwiesen, Fembio. Wo man zu jedem Tag auch Listen relevanter, wichtiger, spannender Frauen findet. Also ja. Auch zu Geburtstagen, zu Jubiläen. Und allein für den 10. April habe ich mal eben in 30 Sekunden Recherche 36 berühmte Frauen gefunden. Ah, toll. Ah, toll. Yeah. Und die Twitterin Lüse, hat mir dann geschrieben, Zitat, oh, ich würdige die interessanten Frauen immer, vor allem Frauenrechtlerinnen der frühen Jahre. Ja, blöd, ne? Dass alle anderen eben halt nicht mit der Interessantheit von Heiner Lauterbach oder Steven Siegel mithalten können. Also warum erzähle ich das? Hier haben wir eine Ebene, wo wir brutals beim Individuum sind und bei den Möglichkeiten, die wir alle haben, Frauen sichtbar zu machen. Wenn wir solche kleinen Listen veröffentlichen, wenn wir einen Text schreiben, wenn wir angefragt werden für eine Veranstaltung selber aber nicht können, müssen wir Frauen vorschlagen, müssen wir Frauen nennen, müssen wir Frauen sichtbar machen. Denn machen wir es nicht, macht es niemand. Männer, liebe Hörerinnen und Hörer, haben immer noch die Angewohnheit, wir haben das auch schon mal thematisiert, beispielsweise Posts von Frauen eben viel, viel seltener zu liken, zu teilen, zu unterstützen. Das merke ich selber und wir bei der Podcastin. Wir kennen zum Teil sehr, sehr renommierte männliche Hörer von die Podcastin. Ich stelle fest, die würden sich lieber die Hände abhacken offensichtlich, als mal auf uns hinzuweisen. Mal darauf hinzuweisen, ey, Stempfli und Rona hatten da einen mega Durchbruch, indem sie Sexismus als Enteignung definiert haben. Ja, genau. Das passiert nicht. Naja. Und wenn Frauen nicht auf Frauen hinweisen, passiert erst recht nicht. Sind wir wieder bei einem Auge total blind, ne? Und das geht dann eben weiter. Und alle denken, ja, aber Steven Siegel muss halt relevanter sein als alle anderen Frauen. So. Ich möchte da noch ergänzen, wenn du Männer sagst, dann meine ich immer auch den Männerblick. Wenn ich eben Männermedien sage, meine ich das, was Männer als Unterhaltung definieren. Oder? Also das ist was ganz anderes als Frauen als Unterhaltung definieren. Da komme ich zu meinem zweiten Thema, wenn ich darf, zum Cannes ganz kurz. Cannes entwickelt sich, also es wird im Mai während das Filmfestival. Ja. Ah, okay. Im Mai wird das Filmfestival in Cannes wieder stattfinden und schon jetzt gibt es gloriose Ankündigungen und es entwickelt sich zum Altmännertraum. Also letztes Jahr lief ja schon Top Gun und Elvis, die vorher als Blockbuster nie daran gedacht hätten, auf ein Kunstfilmfestival zu gehen. Cannes gilt das ja noch als Kunstfestival. Aber der Auftritt hat den zwei Filmen so enorm genutzt und so treten ab 16. Mai schon wieder zwei Großfilme an und jetzt haltet euch fest, Harrison Ford mit 80, glaube ich, mit dem fünften Indiana Jones und das Rad des Schicksals heißt das, und Leonardo DiCaprio. Und dann alle alten Autorenfilme werden prominent erwähnt und sind schon eingeladen. Wenders, Steve McQueen, Kitana, Karismäki, Anderson, Moretti, Bellocchio, Ken Loach, genau, Almodóvar, oder? Also es ist schon krass. Und dann habe ich mich schon so geärgert, als ich diese Ankündigung gelesen habe, habe ich gedacht, wer leitet eigentlich dieses Festival von Cannes? Das ist selbstverständlich ein Mann, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe. Aber die neue Präsidentin des Festivals, also eine Stufe, nicht der Programmleiter, sondern eine Stufe höher, die neue Präsidentin des Festivals ist eine Frau. Und zwar die in Paris lebende
Managerin Iris Knobloch, die Tochter von Charlotte Knobloch, der ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und die hatte vorher das Europageschäft des US-Konzerns Warner Brothers geleitet. Was mich dann wieder zur Theorie führt, dass in den Medien zwar die Geschlechterrolle gerne stark betont wird und Männer und Frauen gegeneinander ausgespielt, dass aber genau bei solchen Machtpositionen immer noch Herkunft, Stand, Einkommen und Klasse eine große Rolle spielt. Das wollte ich doch auch noch mal als bewusste und ökonomisch Minderbewegte bringen. Ja. Und ich bin gespannt, wie die Berichterstattung weitergeht. Also ich finde das spannend, wenn du das schilderst, wie das jetzt angekündigt wird und das den Medien und offensichtlich auch vielen Leserinnen und Lesern auch gar nicht auffällt, wenn man nicht darauf achtet, wie männerlastig die Ankündigung ist. Und ich hätte jetzt die These, ich könnte mir vorstellen, dass sobald dieses Festival läuft, es ähnlich ist wie bei der Berlinale, worüber wir auch schon gesprochen haben, oder bei anderen Festivals, dass Frauen plötzlich in der Berichterstattung sehr im Mittelpunkt steht und man das Gefühl bekommen könnte, da tauchen ja gar keine Männer auf. Was aber natürlich völliger Quatsch ist und alle Preise oder die Mehrheit der Preise weiterhin an Männer geht. Kriegt man bei Cannes Preise, ja? Ja, unbedingt. Das gilt als einer der wichtigsten Preise, eben weil Cannes eben noch so als Kultfestival gilt und Cannes sich dadurch auszeichnet, dass es wirklich ein totaler Alt-68er Männerverein ist. Und zwar wirklich bis zum Übelwerden. Es sind wirklich einige gute Filme darunter bei Cannes, also so verweise, aber ich finde, also die ganze französische Inszenierung von Cannes ist wirklich unter jedem Hund. Und allein, dass Leo DiCaprio wieder eingeladen wird und der völlig überschätzte Typ ständig in den Filmmedien rumgereicht wird, das ist auch... Ich finde, Leonardo DiCaprio ist ja ein richtig guter Schauspieler. Ich oute mich. Nichtsdestotrotz gibt es ja einfach auch noch tolle Schauspielerinnen. Ja. Also eine gute Nachricht ist, Sandra Hüller kommt an den Ort des Triumphes mit Toni Erdmann zurück nach Cannes mit zwei expliziten Frauenthemata-Filmen. Das ist ja, also wenn Frauen dann endlich einen Film machen, dann sind es meistens auch Frauenfilme. In der Anatomie d'une Chute, also die Anatomie eines Falles von der Französin Justine Trier, spielt Sandra Hüller eine Mutter, die verdächtigt wird, ihren behinderten Sohn getötet zu haben. Und in Zone of Interest eine Frau einer deutschen Familie in der Nähe von Auschwitz. Also auch das klassische Frauen und klassische deutschen Themen. Ich wünschte mir tatsächlich ganz unterschiedliche Frauenrollen im deutschsprachigen Film. Aber ich glaube, ich muss, und im amerikanischen, US-amerikanischen, aber ich muss, glaube ich, noch ein Weilchen warten. So. Ja. So, welches Thema bringe ich jetzt in die... Ja, jetzt kommen so ein bisschen zwei Seufzthemen. Ach, ich bleibe mal noch bei der medialen Berichterstattung. Gestern oder vorgestern wurde bekannt gegeben, dass es ein Remake geben wird, und zwar von Harry Potter. Harry Potter wird jetzt auch als Serie produziert werden und in den nächsten Jahren verfilmt werden. Und es wurde bekannt gegeben, dass J.K. Rowling, die Schöpferin, die Schafferin, die Autorin von Harry Potter, Produzentin werden wird. Darf ich schnell nachfragen? Also es gibt eine neue, also Harry Potter wird neu für Online-Dienste, also HBO, Netflix, Amazon und so weiter produziert. Ist das richtig? Es wird verfilmt und kommt als Serie raus. Über welchen Dienst? Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht, okay. Weiß man bestimmt, weiß ich nicht. Mhm. So, aber das Wichtige ist, es kommt raus und J.K. Rowling wird Produzentin sein. Mhm. So, darüber haben jetzt mehrere Medien berichtet, und ich kenne die Berichterstattung vom Tagesspiegel und ich kenne die Berichterstattung vom Deutschlandfunk. Und beide berichten darüber und erwähnen, dass J.K. Rowling sehr umstritten sei nach ihren transfeindlichen Äußerungen. Punkt. Oh. Ich habe beide angeschrieben, Deutschlandfunk und Tagesspiegel, und möchte
alle Hörerinnen und Hörer bitten, das ebenfalls zu tun. Mhm. Und ich habe sie angeschrieben mit, ich bin irritiert, Sie schreiben hier von transfeindlichen Äußerungen, können Sie eine einzige nennen? Genau, können Sie das belegen? Ja, das ist eine völlig, oh, super, Entschuldigung. Ich will nur eine einzige. Ja. Und der Witz ist, es gibt keine transfeindlichen Äußerungen. Ja, selbstverständlich. Von selbstverständlich nicht. Nein, den ersten Tweet, hast du den? Ja, okay. Den habe ich, natürlich. Ja, sehr gut. Natürlich. Ja. Aber ich will dazu sagen, was hier passiert, ist Aktivismus, nicht Journalismus. Also hier werden Label übernommen von Aktivistinnen und Aktivisten. Und sie werden als Realität verkauft. J.K. Rowling ist eine Kämpferin für die Rechte von Mädchen und Frauen. Und zwar ganz konkret. Ganz konkret. Sie fördert Mädchen und Frauen, hat ein Frauenhaus gegründet und finanziert, hat Anwältinnen und ihre Familien aus Afghanistan gerettet. Sie, J.K. Rowling, hat sie gerettet, hat die Flucht finanziert und mitgeholfen. So, worum geht es eigentlich? J.K. Rowling hat vor ein paar Jahren schon, es war 2019, genau, im Dezember. Am 19. Dezember 2019 einen Tweet veröffentlicht und den lese ich gerne mal vor. Dress however you please. Call yourself whatever you like. Sleep with any consenting adult who'll have you. Live your best life in peace and security. But force women out of their jobs for stating that sex is real? Fragezeichen. Das ist die Aussage, die von Transaktivistinnen und Aktivisten gegen J.K. Rowling verwendet aufgeführt. Worden ist ja. Und aufgeführt wird, um zu zeigen, wie transphob sie ist. Nichts an diesem Text also, ist transphob. Du müsstest eigentlich den Tweet übersetzen. Also kleidet euch, wie immer ihr wollt. Schlaft mit allen unterschiedlichen Geschlechtern, wann und wie immer ihr wollt, unter Erwachsenen, consenting adults. Consenting also, adults. Call yourself whatever you like. Nenn dich, wie auch immer du möchtest. Genau, nenn dich, wie auch immer du möchtest. Live your best life in peace and security. Genau, leb dein Leben in Freiheit und Sicherheit. Aber eine Frau deshalb den Job verlieren zu lassen, weil sie sich Frau nennt, das geht gar nicht. Und das ist natürlich ein Hintergrund. Das war ein Hintergrund einer Geschichte. Und diese Geschichte lässt sich exzellent nachhören. Ich finde den Podcast teilweise wirklich schwierig, auch die Stimme der Dokumentalistin. Aber lässt sich in der Folge 3 der Witch Trials of J.K. Rowling genau nachvollziehen. Also wo auch J.K. Rowling in einem Interview betont, was 2018 und 2019 passiert ist. Sie hat mit großer Besorgnis wahrgenommen, dass Frauen wieder sexistisch massiv bedroht, missachtet werden und vor allem von einem politischen Segment, einer politischen Heimat, die eigentlich, wo J.K. Rowling beheimatet ist, also eher im linksprogressiven Milieu. J.K. Rowling übrigens gilt auch als Mutter quasi aller Transaktivistinnen, Einhörner, der Tumblr, dieser Fairies, oder? Also sie steht mit dem Werk für eine völlig diverse Welt, also wirklich in eine ein Willkommen-Dasein der großen Unterschiedlichkeit. Und das Perverse ist ja, dass in den Nullerjahren J.K. Rowlings Bücher Harry Potter von der Rechten, von den biblischen Christen verbrannt wurde. Und zwar auch von den Islamisten, das vergessen wir immer, oder? Und dann diese Kinder, die sie quasi groß gemacht hat, diese ganze Harry Potter-Generation, die sich jetzt wendet gegen J.K. Rowling aufgrund eines Hearsay, einer Verleumdung, Twitter-Trend-Komposition, eines kodierten Hasses gegen eine real existierende
Person mit real existierenden Frauenförderungen, ja. Aber mit einem ideologischen und verleumderischen Hintergrund, der wirklich entsetzt, Leute. Es entsetzt, also im englischsprachigen Raum wird J.K. Rowling nur auch unter meinen Studierenden im englischsprachigen Raum, unter meinen Kindern, nur als transphob bezeichnet. Jedes Mal, wenn J.K. Rowling als Begriff auftaucht, kommt sofort das Wort transphob. Was für ein krasses Labeling und wie erfolgreich das war. Und das ist Zerstörung, ne? Also wir würden ja sagen, Enteignung, Sexismus pur. Ich möchte gerne noch einen Tweet zitieren von J.K. Rowling. Mhm. Und ich würde dich direkt bitten, dass wir das in geteilten Rollen machen und du das direkt übersetzt. Mhm. If sex isn't real, there's no same-sex attraction. Ha, das ist aber ganz schwierig. Na, also gut, Biologie, also weil im Englischen unterscheidest du ja zwischen Sex und Gender. Das hat ja Louise F. Push sehr gut aufgedröselt. Das ein Problem im Deutschen ist, dass wir nur Geschlecht kennen, oder? Mhm. Also wenn quasi Biologie nicht real ist oder Sex oder die sexuelle Biologie, wenn die nicht real ist. Also wenn wir sagen, es gibt keine sexuelle Biologie, dann gibt es aber auch nicht gleichgeschlechtliche sexuelle Antriebskraft. Ist ja klar. If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. Genau, wenn eben die sexuelle Biologie überhaupt nicht real ist, werden die Leben von Millionen von Frauen global einfach ausgelöscht, weil sie nicht mehr als Frauen existieren. Mhm. Genau, und dabei wegen ihrer weiblichen Biologie Diskriminierung erfahren. Ne? Danke, ja. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. Ja, also ich liebe trans Menschen. Sie hat auch ganz viele Freunde. Und kenne, wie du und ich. Also ich vor allem kenne viele und liebe und bin eng verbunden mit trans Menschen. Aber denn die sexuelle Biologie auszulöschen, jetzt musst du es nochmal sagen, weil es war ein langer Nimmt uns die Möglichkeit meaningfully, also sinnvoll. Fundiert, und sinnvoll, fundiert, sinnvoll über unsere Leben zu sprechen. Ja, genau. Nehmt und dann die Möglichkeit, über die Leben zu sprechen. Das ist it isn't hate to speak the truth. Es hat nichts mit Hass zu tun, die Wahrheit zu sagen. Und das ist entscheidend, um hier den Link auch zu Hannah Arendt's Totalitarismus zu bringen, weil sie erklärt im Totalitarismusbuch, dass Krieg beispielsweise und die Zerstörung der Demokratie nicht durch den Einmarsch der Truppen stattfindet, nicht durch die Gewaltausübung gegen Minderheiten, sondern diesen Einmarsch der Truppen und der Gewaltausübung gegen Minderheiten immer die Zerstörung des öffentlichen Diskurs und die Etikettierung von bestimmten Gruppen mit bestimmten Labels stattfindet. Ja. Das ist so klar, Leute. Und deshalb könnt ihr Kommunismus, Sozialismus, Digitalismus und Nationalsozialismus, Faschismus und so weiter, all die Ismen, Islamismus, deshalb könnt ihr die als totalitäre Systeme zu beschreiben beginnen, wenn ihr realisiert, dass da systematisch die Öffentlichkeit, der öffentliche Raum, das heißt die Möglichkeit von Menschen als Freie untergleichen gleich zu partizipieren, teilnehmen zu können. Das ist das Entscheidende. Vielen Dank, hast du das gemacht. Und jetzt mache ich was Gemeines. Jetzt sage ich nämlich, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht hört ihr uns am Wochenende und es ist gerade total gemütlich bei euch. Aber ihr habt jetzt zwei Aufgaben. Ich gebe euch zwei Aufgaben. Wunderbar. Setzt euch an euren Rechner. Guckt, wer auch über diese neue Serie berichtet hat und diesen Quatsch einfach wiederholt, weil es sich so festgesetzt hat, medial, dass J.K. Rowling transphob sein soll. Und fragt nach, schreibt an die Redaktionen. Wir möchten gerne die Quelle. Bittet um Quellen. Bittet um Belege, weil so geht das nicht. Ja.
Fußnotenquellen und Literatur dazu. Nee, eigentlich wollte ich nur eine Aufgabe geben, aber jetzt gebe ich doch eine zweite. Aber oder ihr bestellt jetzt alle sofort das Buch Trumpism von Regula Stempfli oder bestellt mein neues Buch vor, was Ende des Monats oder Anfang Mai erscheint, nämlich Kalte Sophie. Ah, ich freue mich schon drauf. Ja, ja, ich mich auch. Nein, aber macht noch etwas das eine aktiv, tun bitte. Und das andere nicht lassen, das finde ich großartig, Isabel Rohner. Vielen Dank, hast du das Beispiel gebracht, weil es hat uns die Möglichkeit gegeben, uns miteinander, ich war ja nicht vorbereitet, aber uns miteinander darüber zu unterhalten, was eigentlich passiert, oder? Ja. Und du hast so recht, es ist Verleumdung, du hast so recht, nach Quellen und Fußnoten und es zu ist fragen. Frauenfeindlich, ne? Ja, ja, also aber die Frage nach Quellen und Fußnoten ist genial, Isabel Rohner. Ja. Ist wirklich klug, immer konkret zu fragen und dann zu realisieren, we have no proof. Also quasi wie in einem Gerichtsfall. Deshalb liebe ich ja den Rechtsstaat, oder? Also am Schluss ist ja das Gericht entscheidend. Entschuldigung, du wolltest noch was sagen. Nein, das war jetzt so schön, was du gesagt hast. Ich wollte eigentlich einen blöden Spruch machen, aber ich bin jetzt so alt, weißt du, ich muss nicht mehr jeden blöden Spruch machen, der mir so in den Sinn kommt. Aber wenn es T-Shirts geben sollte von die Podcastin, würde auf einem T-Shirt stehen. Aber ich bin ja nicht vorbereitet, La Stempfli. Du bist immer vorbereitet. Das ist eben das, was dich auszeichnet. Du kannst zu jedem Thema etwas sagen und das ist druckreif. Ja, hallo. Das ist total, total. Sehr gut. Also das mit der J.K. Rowling, das macht mich jetzt echt, berührt mich tief. Hast du noch ein anderes Thema gebracht? Ich habe noch ein anderes Thema, aber hast du nicht noch ein anderes Thema? Ich habe Mary Quant. Wollen wir Mary Quant machen? Ich kenne Mary Quant nicht. Wer ist Mary Quant? Mary Quant. Ich bin ja nicht vorbereitet, aber das würde ich ja nie sagen, weißt du? Also Mary Quant ist verstorben diese Woche. Sie lebt von 1930 bis 2023. Mhm. Und sie gilt als eine der wichtigsten Modeschöpferinnen. Sie wird vor allem mit den Mini-Rock in Verbindung gebracht. Eben sie, 1962, hat sich Marie Quant ausgedacht, die Röcke bis über das Knie zu kürzen und so einen Skandal entfacht. Sie hat den Minirock alltagstauglich gebracht. Sie ist eigentlich, ihre Wirkung ist für die britische und globale Modeindustrie nicht zu unterschätzen, weil sie quasi haute couture sehr alltagsmodisch und erschwinglich machen wollte und sich auch gegen die Couturiers ausgesprochen hat. Die waren übrigens total dagegen, gegen den Minirock und haben sich enorm über Mary Quant lustig gemacht. Das sei doch keine Mode, sondern das sei eine Körperkrankheit. Ja, ja, tatsächlich, das, bis sie dann später in den 80er Jahren den Mini wieder aufgenommen haben. Legs, die Beine sind entscheidend, wer Beine zeigen kann. Ich habe Mary Quant eine großartige Ausstellung in dem V&A in London gesehen, ganz tolle Bilder gemacht dazu und habe einfach darüber nachdenken wollen in der Podcasting, wie politisch ist eigentlich die Mode. Und finde ich jetzt Miniröcke emanzipativ, sexy und freiheitlich oder kommen uns da ganz andere Theorien in den Sinn? Und ich wollte das einfach mal so hinwerfen. Was ist deine Position zum Minirock? Na, was ist meine Position zur Mode? Mode war immer schon politisch. Mir kommt da natürlich zum Erstaunen aller unserer Hörerinnen und Hörer direkt Hedwig Dohm in den Sinn, die bereits im 19. Jahrhundert den Text geschrieben hat vom Diktat der Mode. Und in der Mode immer auch ein Instrument sah, um Frauen zu domestizieren und zu beschäftigen. Mhm. Das hat natürlich etwas mit der Rolle zu tun von Frauen in der Gesellschaft und von der Abhängigkeit von Männern. Ne? Also ganz klar, ökonomische Abhängigkeit führt dazu, so Hedwig Dohm, dass Frauen viel, viel mehr auf ihr Äußeres zurückgeworfen werden, weil es überlebenswichtig ist. Also Äußeres, Gefallen als Voraussetzung, ernährt zu werden.
Und das hat sie natürlich ganz, 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 ganz stark kritisiert. Dann um die Jahrhundertwende die ganze Reformmodenbewegung, also weg vom Korsett, was ja, das war ja eine Revolution, ne? Dass Frauen plötzlich, also das betraf nie die Arbeiterinnen, weil in der Fabrik hast du kein Korsett getragen, ne? Aber eben das Bürgertum, wo sich die Frauen irgendwann angefangen haben zu weigern, diese quasi Fischknochen ihren Leib zu schnüren und damit ihre Organe zu schädigen und ihre Leistungsfähigkeit auch zu schädigen. Und dann war es natürlich auch ein politischer Akt zu sagen, wir Frauen, wir bestimmen selber, was wir anziehen wollen und wir machen den Rock radikal kurz, weil wir zu uns, zu unserer Sexualität, zu unseren Körpern stehen. Das ist alles in einem patriarchalen System passiert, wo wir eben mit dem männlichen Blick zu tun haben. Kann man aber, glaube ich, nicht ausklammern. Absolut, absolut. Ja, wunderbar. Ich wusste doch, ich werfe da was hin und kriege eine der besten Kurzzusammenfassungen über die Geschichte der Mode. Ich, wirklich großartig. Ich wollte noch etwas reinbringen. Selbstverständlich hast du recht, Mode ist äußerst politisch. Und ich wollte eigentlich die Historikerinnen noch darauf ansetzen, schaut mal in die alten Polizeiordnungen oder die sogenannte gute Polizei mit C, EY geschrieben. Das waren nämlich in der frühen Neuzeit die verwaltungsrechtlichen, regulierungsrechtlichen und strafrechtlichen normativen Bestimmungen, die von der guten Polizei eben in Bezug auf die Schicklichkeit und die Mode angewendet wurden. Das finde ich, weißt du, also die Kleiderordnung, Luxus, Gotteslästerung, Spiel, unsittliche Tänze, übertriebener Aufwand bei Hochzeiten, freudigen und traurigen Familienereignissen und so weiter und so fort, waren lange Gegenstand in der Feudalordnung der guten Polizei. Und diese gute Polizei hat sich dann über die Revolutionen, die westlichen Revolutionen, gerettet und für die Frauen gewirkt, weil die Männer haben dann alle liberal, Vernunft, Ratio, entsprechend die farbigen Gewänder abgelegt und sich schwarz gekleidet. Dafür konnten sich die Normen, die Moralisten an den Frauen austoben. Und deshalb wurden an den bürgerlichen Frauen und deren Körper die Politik exerziert des 19. Jahrhunderts, respektive der totalen Unterdrückung der Frau. Frauen. Interessant, ja, das stimmt. Und das ist wirklich spannend. Und deshalb habe ich dann, das heißt ja heute Dresscodes, oder? Also gerade auch bei Mini wollte ich auch hören, ich bin eine begeisterte Mini-Trägerin, weil mit dem Mini kamen auch die Strümpfe, also die dickeren Strümpfe. Und es gibt für mich, also ich sehe am besten aus, wenn ich hohe Absätze trage, mit den dicken Wollstrümpfen. Also einfach warm, oder? Und einen Minirock, oder? Und das werde ich wahrscheinlich tragen, bis ich 80 oder 90 bin. Zum Entsetzen aller, aller Frauen, mit Frauen, die den Dresscode so definieren, dass es wirklich ab 25 keine Frau mehr einen Minirock tragen darf. Also ich habe einfach für mich dann die Linie festgelegt. Früher gab es die Standesgesellschaft, eben mit der guten Polizei, dann die Klassengesellschaft. Nun ist es eine Körpergesellschaft. Weil eines der Probleme der quasi befreienden Mode mit Mini, mit weg mit dem Korsett, ist, dass eben dann der Fokus auf den Körper, vor allem auf den jungen Körper der Frauen gelegt wurde. Dass zum Beispiel in den USA der letzte Skandal vor ein paar Wochen war, dass einer der schwarzen Moderatoren der linken New York Times und CNN gemeint hat, Frauen seien nur in der Prime, in ihrem Höhepunkt, in ihrem Blütehöhepunkt bis 30. Und dann wissen wir ja, dass es keine Frauen mehr in der Prime gibt. Das hängt eben auch mit diesem Jugend- und Fashion- und Modekult zusammen, der glücklicherweise in den letzten paar Jahren aufgelockert wurde. Und das möchte ich eigentlich als Positives mitbringen. Ja, Fragezeichen. Aber ich möchte nur schnell,
Ich finde schon diese Vielfalt und diese Farbenfrohheit. Und ich finde vor allem auch, dass das Reinbringen in den Westen der indischen und der afrikanischen Moden mit den farbigen Tüchern, mit den wirklichen großen Möglichkeiten, den Körper zu inszenieren. Ich finde, der befreit eigentlich die älteren Frauen im Westen, die tragischerweise eigentlich keine Mode tragen. Also ich sehe in München sehr viele Frauen in meinem Alter, also über 50, die absolut abgemagert immer noch die kleinen Schwarzen tragen. Also immer noch die Kleider tragen, in die sie schon mit 20 und 30 reingepasst haben. Und ich finde das immer irgendwie so ein etwas tragischeres Bild, währenddem ich eben quasi keine Mode also allein der Begriff klingt schon fürchterlich, ältere Damen, oder? Das ist so abschätzig. Also für eben, weil bei Männern heißt es ja, die Männer in ihrem besten, in ihrem besten Alter Da finden, oder? Ja. kommen mir direkt mehrere Dinge in den Sinn. Erstens, also Männer in den besten Jahren, Jahre. das von Königin Letizia von Spanien sind Ah jetzt ja, Fotos genau. erschienen, dass sie jetzt weiße Strähnen hat. Und eine britische Boulevardzeitschrift war sich nicht so blöd, dazu zu schreiben, dass Frauen, die weiße Haare kriegen, sozusagen die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Dieselbe Zeitschrift aber hat irgendwie ein oder zwei Tage drauf ein Foto von Colin Farrell, der 42-Jährige oder so Anfang 40 ist, der Irish Actor, veröffentlicht, wo er komplett weiße Haare hat und Der hat Schlo ihn weiß geworden ist. einen Silberfuchs genannt, sexy Silberfuchs, wo man so denkt, okay, gut, herzlichen Dank. Also Frauen und Männer werden eben immer noch unterschiedlich dargestellt. Ich gebe dir recht, dass die Mode bei den Frauen sehr viel freier geworden ist und auch sehr viel bunter geworden ist, sehr viel selbstbewusster geworden ist, sehr viel diverser geworden Und ist. erschwinglicher, ja, also finde ich auch, also gerade für mich, also das ist wirklich. Und auch Frauen über, ich würde auch sagen, 40 selbstbewusster geworden sind und dadurch auch sichtbarer, ne? Einfach durch Farbe, durch unterschiedliche Stile. Ich nehme auch wahr, dass das Modediktat selbst im Business-Kontext, was Frauen betrifft, weit weniger rigide ist als bei Männern. Endlich, das ist auch wahnsinnig Ja, notwendig, aber also. gleichzeitig nehme ich wahr, da sind wir wieder, machen wir wieder den Bogen, wir sind ja auch ein Medienpodcast, zu unseren lieben Freundinnen und Freunden der Medien, die natürlich sehr visuell sind, ne? Ich nehme wahr, oder ich sage es anders, ich finde es toll, toll, super, unterstützenswert, großartig, dass auch die Männermode sich bewegt, dass auch die Männermode wieder bunter wird, extravaganter wird, dass Männer sich auch trauen, sehr, sehr, wir sind noch sehr bescheiden und sehr am Anfang, aber die Männer, die sich trauen, die sind ja in jeder Zeitung, Zeitschrift. Aha, Das ja. Problem nun ist, dass diese Männer sagen, wir machen das nicht als Männer, sondern wir sind jetzt non-binär. Und das finde ich wahnsinnig Ah. schade, weil die von sich aus auch voraussetzen, ein Männerbild, was eben dieser Diversität überhaupt nicht entspricht. Und ich wünsche mir ein diverses Männerbild. Also genau wie J.K. Rowling das sieht. Ne? Also Ja. liebt wen immer ihr wollt, nennt euch wie ihr auch immer ihr wollt. Ne? Aber Kleidet steht euch, wie euch auch doch. immer ihr Ja, wollt, genau, ja. aber steht doch zu euch und eurer Persönlichkeit und ja. Ah, das stimmt. Ich finde einfach, ich wollte wirklich auch an der Oberfläche Kleiderordnungen als politische Ordnungen kurz streifen, weil ich mich eigentlich jahrelang damit auseinandergesetzt habe, kulminiert dann im Buch Die Vermessung der Frau, aber immer noch nicht ganz glücklich bin mit der Unterscheidung, weißt du, was ist jetzt inszeniert am Geschlecht und was ist Herrschaft und was ist Frauschaft im Sinne von Befreiung durch Kleidung. Also da bin ich noch nicht voll im Flow, wie beispielsweise Weil in es. den Themen Öffentlichkeit und Politik. Darf ich noch schneller sagen, im Na klar, aber Islamismus, die Antwort ist der ja einfach komplex. So, jetzt gerne na, Islamismus. ja, ich finde eben,
Weißt du, der Hinweis für unsere Hörer und Hörerinnen, dass viele Fragen komplex sind, das habe ich gerade gedacht, als du das gesagt hast wegen der Globalisierung, schreckt ab und wirkt Entpolitisierung. Das glaube ich ja eben nicht. Und ich das glaube ich eben nicht. Das glaube ich eben nicht. Das ist das, was momentan Bundeskanzler Scholz sagt mit, ihr müsst euch alle keine Sorgen machen. Nein, das ist Einschläferung von Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind mündig. Und wer nicht mündig ist, muss zur Mündigkeit motiviert werden. Mhm. Du kannst etwas von Gesellschaft, von Bürgerinnen und Bürgern verlangen. Und Komplexität darf nie unter den Teppich gekehrt werden. Ich finde es total arrogant, also jetzt nicht auf dich bezogen, aber zu sagen, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Nein, man muss Komplexität, unsere Welt ist komplex, man muss sich dem stellen, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich halte einfach dem entgegen, dass, wenn du, absolut, da bin ich voll bei dir, ich halte einfach dagegen, wenn es darum geht, mit Komplexität die Ohnmacht zu schüren und zu sagen, es gibt keine Lösungen. Es gibt tatsächlich sehr viele Lösungen auch und sehr viele demokratische Optionen, die alle nicht wahrgenommen werden, sehr viele ökologische und feministische Wahlmöglichkeiten und Rezepte und Bücher und Erkenntnisse, die allesamt in den letzten 20 Jahren einfach ignoriert werden oder in den letzten 100 Jahren ignoriert werden. Und das wollte ich eigentlich sagen mit meinem Hinweis auf die Komplexität. Lösung, ne? Genau. Es gibt nicht den einen Knopf und die Strecke drauf und alles aber es ist gibt, gut. Naja, also ich finde, es gibt, also gerade in Bezug auf die Frauen, wenn wir sagen, im Übrigen sind wir für die Abschaffung der Männerquote, bitte jetzt nicht gerade auf die Stopptaste drücken, aber wenn wir das sagen, das ist zum Beispiel ein Lösungsvorschlag, den wir bringen. Ich hatte gerade auch das Bild, also ich habe den gesagt, es gibt nicht den einen Knopf, doch den einen Knopf gibt es, das heißt, die Welt mit beiden Augen zu sehen. Ne? Und die Antwort ist der feministische Knopf, aber was die Folge davon ist, da sind wir dann eben von verschiedenen Ebenen und verschiedenen, ob es jetzt Verordnungen sind oder schlicht und ergreifend Taten im Allgemeinen oder im persönlichen Leben. Ne? Da sind wir dann eben bei vielen Handlungen. Aber es ist die eine Sichtweise, die viel verändern würde. Da sind wir das schon bei einer tollen Erkenntnis. Definitiv. Irgendwie sollten wir daraus noch eine Theorie machen, das wäre super. Theorie hätte ich schon fast gesagt, weil ich beim Islamismus bin, den ich unbedingt reinbringen wollte in die Miniröcke, weil wir kennen ja alle diese Bilder before Scharia und after Scharia. Mhm. Und da zeigt die Mode tatsächlich, ist die Mode tatsächlich ein markanter, eklatanter Ausdruck der jeweiligen Freiheitsformen für Frauen. Und da möchte ich nochmals das Plädoyer bringen, dass ein Chador nie ein feministisches Symbol sein kann. Ja. Also wie von den Postkolonialistinnen und Postfeministinnen ständig und widerrechtlich und völlig banal, völlig terroristisch immer wieder in die Debatte angeführt wird. Oder deshalb haben wir dann auch so idiotische Artikel, die Perlenkette mit einer Burka vergleichen, als ob ein Schmuckstück dasselbe wäre wie ein Gefängnis, ein ideologisch verkörpertes Gefängnis für Frauen. Und das wollte ich unbedingt reinbringen. Unbedingt. Und hier geht es eben um Persönlichkeit. Frauen haben jahrhundertelang darum gekämpft, Persönlichkeiten sein zu dürfen. Zur Persönlichkeit gehört, entscheiden zu dürfen über das eigene Leben, aber auch eben über das eigene Aussehen. Und es gibt nichts Persönlichkeitsloseres, als unter einem Sack zu sein. Also genau, wie will ich in der Welt erscheinen? Und ich will in der Welt, in der öffentlichen Welt erscheinen. Wer nur ein Privatleben führt, hat nach Hannah Arendt den Sinn des Menschseins verpasst. Sei es nun durch ideologische und staatliche Vorgaben oder sei es auch als eigenen Entscheid. Nur weil Menschen und vor allem Frauen von sich behaupten, ja, also eben privat, das ist für mich wichtig, privat, ich bin eine der größten Feministinnen, sich aber in der Öffentlichkeit als solche nicht in Erscheinung begeben, sind weder das eine noch das andere. Es geht immer wieder auch um die Erscheinungsformen. Und ich muss tatsächlich sagen, als Frau im Westen älter zu werden, ist es eine große Bürde,
eine Möglichkeit, ich liebe Mode, meine Mutter war auch in der Mode tätig, ist es für mich eine nicht immer einfach, mit der Mode meine Form der Erscheinung, der würdigen, der lustigen, der klugen und ästhetisch stimmigen Erscheinung in der Welt darzustellen und reinzubringen. Ich liebe übrigens deinen knallgelben Hosenanzug. Ich habe letztens ein Foto von dir gesehen mit deinem knallgelben Hosenanzug. Ich fand den ganz großartig. Wollte ich dir mal sagen. Das ist zauberhaft. Nun kann ich den nicht einfach immer jeden Tag tragen, oder? Also ich möchte gerne noch andere knallgelbe Dinge. Aber du weißt, was ich eigentlich damit ansprechen wollte. Ja, Die Mode als, und ich bin immer noch nicht sicher mit dem Mini-Rock, ob der nicht einfach tatsächlich den Twiggy-Kult und den Magersuchtskult reingebracht hat. Statt der Befreiung. Hat es, ist eben und, es ist beides. Ja, genau. Und jetzt sind wir wieder dabei. Beides. Genau. Ja, es und ist im, komplex und vielfältig. Ja. Und im Übrigen wünschen wir uns Männer, die auch Mini-Röcke tragen. Nein, eigentlich nicht. Habe ich nicht letztens gesagt, wenn ich Diktatorin wäre, würde ich kurze Hosen verbieten. Ja, genau, okay, du kannst dir nicht ständig widersprechen diesbezüglich. Es lebe die Ambivalenz. Aber wo wir uns ganz einig sind, ist, wir fordern die Abschaffung der Männerquote. Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.